Es wird wirklich langsam Zeit, dass ihr wieder nach Hause kommt. Aber wir waren doch kaum eine Stunde weg. Eine Stunde und 12 Minuten melden mir exakt meine 7 Mägen. Wenn Kate und Willy einkaufen gehen, werden die Minuten für Alf immer zu einer Ewigkeit. Für ihn, der aus allseits bekannten Gründen das Haus nicht verlassen soll, ist das Auspacken von Tüten und Päckchen immer wieder ein Moment des Entzückens. Alf, also kannst du denn nicht warten, bis wir ausgepackt haben? Mal überlegen. Nein! Hey, wo sind denn die Sachen von meiner Liste? Es tut uns sehr leid, aber auf der Erde führen die Lebensmittelläden keine melmakanischen Spezialitäten. Nicht einmal Pudding im Schuh? Kein Vertrieb westlich des Jupiters. Tja, dann mache ich ihn mir selbst nach Art des Hauses. Leihst du mir deine Lackschuhe? Die trägst du sowieso nie. In meinen Schuhen wird nicht gekocht. Socken? Dieses Verbot betrifft jegliche Fußbekleidung. So, dann esst ihr doch eure langweiligen Nachspeisen. Ach, hier, Alf. Wir haben dir das mitgebracht. Oh, mein National Inquisitor. Prima. Jetzt kann ich mich endlich über Michael Jacksons Schädelreduktion informieren. Ich kann einfach nicht glauben, dass du diesen ganzen Mist wirklich liest. Dann glaube es nicht, Mr. US-Nachrichten und Weltreport. Unser Außerirdischer ist süchtig nach Klatschmagazinen. Das klingt fast wie eine Schlagzeile aus dem Revolverblatt. Naja, sei froh, dass er wenigstens irgendwas mag. Das stellt ihn ruhig und beschäftigt ihn mindestens für 30 Minuten. Ah! 30 Sekunden, mindestens. Was ist passiert? Er ist ohnmächtig. Oh, bitte. Nicht noch mehr stattliche Frauen. Was war denn los, Alf? Es hat mich einfach umgehauen, Willy. Lies die Schlagzeile auf Seite 2. Es gibt einen Doppelgänger von Michael Jackson. Wow. Das doch nicht. Lies bitte die Schlagzeile daneben. Ehepaar in Barstow lebt mit einem Außerirdischen. Das meine ich. Alf, das ist doch lächerlich. Quatsch. Einen Artikel wie den kannst du in fast jeder Ausgabe finden. Aber dieser ist wirklich anders. Lies weiter. Der Außerirdische wird als klein und behaart beschrieben, mit großen Ohren und einem langen Rüssel. Das klingt nach Alf. Lies doch weiter. Diese Kreatur hat eine besondere Vorliebe für Katzen und ernährt sich vornehmlich von gefrorenem Joghurt und Glühbirnen. Und wisst ihr was? Das ist mein Cousin Blinky. Du hast einen Cousin, der heißt Blinky? Wir haben ihn so genannt, weil er dauernd Glühbirnen gegessen hat. Alf, dein Cousin Blinky lebt ganz sicher nicht in Barstow. Wieso sagst du das so einfach? Er steht an erster Stelle direkt neben den Make-up-Tipps von John Collins. Versuchen wir mal, die Sache realistisch zu sehen. Überleg doch mal selbst, wie unwahrscheinlich, ja geradezu unmöglich es ist, dass ein Außerirdischer aus dem Weltraum einfach mit jemandem lebt, in einer Familie... Tja, Willy, jetzt merkst du wohl selbst, was du da gerade gesagt hast. Ich lass schon mal den Wagen an. Warte. Gib mir die Zeitung. Ich rufe die Leute an und werde die Angelegenheit sofort aufklären. Hallo, bin ich da richtig verbunden mit der Sassler-Residenz? Ich bin so aufgeregt, ich könnte mich bepinkeln. Was? Das ist nur so eine Redensart. Sind Sie das Ehepaar aus dem Bericht im National Inquisitor? Ach, lass doch diesen Schnickschnack und lass mich mit Ihnen reden. Sie haben doch nicht wirklich ein Wesen aus dem Weltraum bei sich aufgenommen, oder? Und es ist Glühbirnen. Keine stärker als 75 Watt. Ich verstehe. Gib mir den Hörer. Würden Sie sagen, Ihr Außerirdischer ist zufällig ein bisschen aufsässig? Hm? Ach, wirklich? Ja, dann also vielen Dank. Danke vielmals, das war sehr aufmerksam. Barstow! Nein! Doch! Alf, Barstow, das bedeutet mindestens 3 Stunden Autofahrt. Aber wir sind Cousins. Aber du kannst doch nicht Cousins wirklich... Cousins von Melmark mit Autofahrt. Das ist nicht Autotag. So einfach, weißt du... Weißt du, wir passen zusammen wie ein paar Buchstützen. Ich hol den Autoschlüssel. Barstow, wir sind auf dem Weg. Schicksal, nimm deinen Lauf. Im Wagen, auf dem Weg nach Barstow, versucht Willy, sich auf die Fahrt zu konzentrieren.
Doch Alf macht es ihm nicht leicht. Willi, findest du, dass ich gut aussehe? Du siehst gut aus, Alf. Siehst genauso gut aus wie all die 29 Mal, die du mich gefragt hast. Ich möchte einfach einen guten Eindruck machen. Ich bin ganz unglücklich mit dem neuen Creme-Shampoo. Es ruiniert mir das Fell. Ich versuche, das alles ganz positiv zu sehen, weißt du? Aber ich möchte nicht, dass du eine Enttäuschung erlebst. Was ist das? Ein Deo-Spray. Ich schwitze, wenn ich nervös bin. Bitte tu es weg, es stinkt. Ganz abscheulich. Gut, dann nehme ich stattdessen einfach etwas Kölnisch Wasser. Oder riech das mal, Willi, wie ist das? Ja. Was ist das? Asbestlösung. Ist es dir zu streng? Also wie gesagt, ich weiß, dass das sehr bedeutsam für dich ist. Und deswegen machen wir ja auch den weiten Weg nach Pasto. Was du mir sagen möchtest. Wirklich? Klar. Und ich bin dir sehr dankbar für dein Angebot. Und ich weiß, dass sich Blinky genauso gut in den Tennerschen Haushalt einfügen wird, wie ich es getan habe. Ja? Darauf fällt Willy zum Glück keine Antwort ein. Und so wird die Fahrt schweigend fortgesetzt. Kurze Zeit später... Ja. Das müsste es sein. Also, dann bis nachher. Halt, nein, warte. Denk doch an unseren Plan. Ich gehe erst allein und sondiere das Terrain. Das war dein Plan. Wir dürfen nichts riskieren. Lass Vorsicht unser Motto sein. Lass Vorsicht unser Motto sein. Bleibst hier im Wagen. Und Kopf runter. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Willy Tenner. Ich habe heute Morgen angerufen wegen dieser Meldung über den Außerirdischen. Hier entlang, bitte. Hä? Willy versteht nicht. Doch die Dame scheint die Situation völlig normal zu finden. Wie selbstverständlich bittet sie Willy in die Wohnung. Bitte entschuldigen Sie das Chaos. Es ist etwas eng geworden, seit das Feuer im Zelt war. Feuer im Zelt? Wir hatten eine Raritätenwanderschau, wie man sagt. Unser Leben widmen wir dem Aufstöbern des Unbekannten, dem Zusammentragen des Bizarren und der Auswertung der skurrilsten Auswüchse der Natur. Wie reizend. Man kann davon leben. Und Willys Blick folgend, der auf einem kleinen gläsernen Kasten ruht. Das ist Billy the Kids mumifizierter Schnurrbart. Und was ist das vertrocknete rosa Ding darunter? Billys Lippen. Und wo ist der Außerirdische? Oh nein, nicht noch einer. Das ist mein lieber Mann, Nick. Wiedersehen, Nick. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Mr. Sassler. Ich bin Willy Tenner. Der Name spricht sich Sussler. Nein, Sie haben recht, es heißt Sassler. Ich sollte wohl wissen, wie mein eigener Name ausgesprochen wird. Das solltest du wirklich inzwischen. Such keinen Streit mit mir, Betty. Also... Sie verschwenden Ihre Zeit, hier gibt es keinen Außerirdischen. Was Nick sagen will, ist, der Außerirdische ist jetzt nicht hier, im Augenblick. Genau das wollte ich nicht sagen. Hier gibt es überhaupt keinen Außerirdischen. Im Augenblick. Soll das etwa heißen, Sie haben gar keinen Außerirdischen? Ja, wir haben keinen. Ich kann es beweisen, dass er da ist, denn ich habe ein Foto von ihm. Möchten Sie es gerne sehen? Ja. Wie gern? Sehr gern. Nein, ich meine, wie viel ist es Ihnen wert? Ich möchte es nicht kaufen, ich möchte es nur sehen. Und wie viel ist das Ihnen wert? Sparen Sie Ihr Geld. Ich glaube, ich gehe wieder. Oh, warten Sie. Für $10 lasse ich Sie einen Blick darauf werfen. Okay, gut. Nicht draufstarren, ein kurzer Blick. Wissen Sie, es hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einem deutschen Schäferhund mit so einer Art Antenne auf dem Kopf. Wirklich erstaunlich. Wer käme wohl auf den blöden Gedanken, einem Schäferhund eine Antenne aufzusetzen? Derselbe, der einer Ziege ein Horn ankleben würde. Das war keine Ziege, das war ein Einhorn. Sein Horn hatte sich gelockert. Vielen Dank. Ich danke für Ihre Mühe und dafür, dass Sie mir einen Einblick in Ihre Welt gewährt haben. Das war die $10 wirklich wert. Warten Sie, für nochmal 10 könnten Sie ein Bild von seinem Raumschiff sehen. Vielleicht ein anderes Mal. Schade.
Es sieht nämlich aus wie eine Radkappe mit angeklebten Scheinwerfern. Ich warne dich, Nick. Auf Wiedersehen. Darf ich dir mal was sagen? Was? Ich will mit dem Quatsch nicht länger leben. Ach, was du bloß immer hast. Ich habe dem Trottel gerade 10 schnelle Mücken abgenommen. Na und? Wir brauchen 3-mal mehr für Klebstoff. Während die beiden sich noch streiten, geht Willy zum Wagen zurück und steigt ein. Also, Alf. 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 Alf ist weg. Willy wird blass. Wie gebannt starrt er durch das Seitenfenster des Wagens auf die Haustür, zu der Alf gerade huscht. Ein kurzer Druck auf die Klingel und das Schicksal ist nicht mehr aufzuhalten. In all meinen Jahren als Monstrositätenschaustellerin ist mir so etwas wie du noch niemals untergekommen. Ganz meinerseits. Vielleicht abgesehen von Jojo, dem Tiermenschen. Betty, dieses Ding hat keine Ähnlichkeit mit Jojo. Es ist nichts Menschliches. Vielen Dank. Nein, wir danken dir. Du bist genau das, was wir gesucht haben, um mit unserer Schau wieder auf Tour zu gehen. Schau? Was für eine Schau? Betty, deine Tage als Pausenfüller sind vorüber. Du sollst ja auch nicht wieder Bart stehen lassen. Das wird auch gar nicht nötig sein. Von jetzt an haben wir eine Star-Attraktion. Oh, ich krieg wieder meine Kopfschmerzen. Ah, dann geh schon endlich und mach dein Nickerchen. Hören Sie, ich weiß Ihr Angebot zu schätzen, aber ich bin hergekommen, um Blinky zu sehen. Blinky? Wer ist Blinky? Ich weiß, dass er hier ist, also wo steckt er? Bitte holen Sie mir Blinky. Ach, natürlich hole ich Blinky. Du kriegst jeden Tag so viel Blinky, wie du willst. Du wirst dich ganz bestimmt sehr wohlfühlen bei uns. Den wimmle ich ab, wer es auch ist. Oh, entschuldigen Sie, wenn ich noch mal störe, aber... Verschwinden Sie hier! Ja, das werde ich. Ich verspreche es. Ich suche nur etwas, was ich verloren habe. Keinerlei Erstattungen. Ich will doch nichts erstattet haben. Ich möchte nur sehen, darf ich reinkommen? Ich habe gesagt, Sie sollen verschwinden. Wir haben geschlossen. Kommen Sie im Frühjahr wieder, dann sind wir wieder auf Tour. Ich bedauere sehr, aber ich muss... Oh, ein prächtiges Stück. Oh ja, eine wirklich schöne Armbrust. Und genau auf Willys Brust gerichtet. Ich benutze es ungern. Dabei sollten Sie bleiben. War das Willy eben? Nein, nein, das war irgendjemand. Warum setzt du dich nicht? Mach dir's bequem. Alf, pass auf! Mrs. Sassler schleicht sich an eine Holztruhe und zieht ein dickes Seil heraus. Und ihr erwartungsvoll gespannter Gesichtsausdruck verheißt auch nichts Gutes. Währenddessen ist Willy zur nächsten Telefonzelle gerast und hat zu Hause angerufen. Hallo? Kate, ich bin's. Oh, Willy, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ist alles in Ordnung? Nicht so ganz. Was meinst du damit? Haben Sie wirklich einen Außerirdischen? Ja, jetzt schon. Ist was passiert? Ja, Sie haben Alf und Sie lassen ihn nicht wieder gehen? Ich gehe gleich wieder zurück und versuch's nochmal, aber es dauert bestimmt eine Weile. Dann ruf mich gleich wieder an. Geht nicht. Ich hab mein ganzes Geld für einen Blick auf ein Foto ausgegeben. Für einen Blick auf ein Foto? Von was für einem Foto sprichst du? Was für eins? Ein deutscher Schäferhund mit Antenne. Antenne? Wer hat eine Antenne? Die letzte Münze ist durch, Kate. Ich versuche wieder anzurufen. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Wer hat eine Antenne? Ich glaube, die deutschen Schäferhunde im Barstow. Na also, da haben wir den Salat. Wie ein Paket verschnürt, hockt Alf da, auf einem Stuhl gefesselt und hadert mit seinem Schicksal. Kein Wunder, dass Blinky nicht hier geblieben ist, wenn ihr alle eure Gäste so behandelt wie mich. Was hältst du von der folgenden Ankündigung? Bobo, das erstaunliche Erdferkel. Hören Sie es sprechen. Betty, komm ins Bett. Ja, ja, in einer Minute. Oh, mit dir werden wir eine Menge Geld verdienen. Wie wär's denn mit Dodo, der behaarte Papagei? Wie wär's, wenn ihr mir sagtet, warum ich gefesselt bin? Damit sie dir eine Antenne ankleben kann. Psst,
nicht in Gegenwart von dem W-E-S-I-N. Wessen denn? Also ich gehe ins Bett. Kommst du oder nicht? Ja, ja. Gute Nacht, meine kleine behaarte Goldmine. Nacht, ihr Wessen denn? Hey, gib Ruhe da drin! Schon gut. Doch Alf gibt seine Befreiungsversuche nicht auf. Stück für Stück hopst er mitsamt dem Stuhl durchs Zimmer, um die Fesseln zu lockern. Da geht das Fenster auf. Ah! Leise, ich bin's! Willy! Jetzt gib endlich Ruhe da drin! Entschuldigung, die Fesseln scheuern mir das Fell auf. Was haben Sie mit dir gemacht, Alf? Nichts, mir geht's gut, aber ich frage mich, was Sie mit Blinky gemacht haben. Blinky? Ich zeig ihn dir. Das ist ja Außerirdischer. Sieht aus wie ein Schäferhund mit Hirschgeweih. Wir sind gleich wieder draußen. Oder auch nicht. Schon wieder diese Armbrust. Diesmal allerdings von zwei kräftigen Männerfäusten umspannt. Oh, oh, das ist der Herr des Hauses. Stehen bleiben. Bitte. Keine Bewegung. Nein, Sie werden stehen bleiben und sich nicht bewegen. Wissen Sie, was das ist? Entweder ein sprechendes Erdferkel oder ein behaarter Papagei. Betty hat sich noch nicht entschieden. Das ist ein Wesen, das unvorstellbare Kräfte besitzt. Kräfte? Ja, Kräfte. Du weißt schon, deine unvorstellbaren Kräfte. Alf, spiel mit. Die Kräfte, die wir alle so unvorstellbar finden. Die Kräfte, die du nicht gern einsetzt, außer wir sind in Schwierigkeiten und es gibt keinen anderen Ausweg. Oh, diese Kräfte. Du weißt, dass ich diese Kräfte nicht gern einsetze, Willy. Ich fürchte, du musst. So? Na schön. Die sollten jetzt besser verschwinden, weil sie... In 10 Sekunden sind sie nämlich... Sind sie platter als ein Pfannkuchen. Doch irgendwie scheint das Ganze nicht zu klappen. Und der Hausherr betrachtet die Szene eher mit erstauntem Wohlwollen als ängstlich. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Vergiss es, es funktioniert nicht. Was wollen Sie eigentlich von uns? Na los, haut schon ab. Sie meinen, Sie lassen uns gehen? Ja, los raus. Das ist aber wirklich nett von Ihnen. Was heißt nett? Ich will bloß nicht wieder auf Tour gehen mit so einer erfahrenen Monstrositätenbrigade. Ich sehne mich nach einem schönen, ruhigen Lebensabend mit meiner verrückten Frau. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Ja, mio dito. Nick, was ist denn los da draußen? Hey, wie sind Sie hier hereingekommen? Und was macht er mit meinem Papagei? Geh nicht näher ran, Schatz. Dieses Wesen hat unvorstellbare Kräfte. Wenn wir es nicht in Ruhe lassen, zerdrückt es mich wie ein zweiköpfiger Elefant eine Erdnuss. Seit wann hat ein Papagei solche Kräfte? Alf! Das doch nicht! Du sollst verschwinden! Hey, kleb dir selbst eine Antenne auf. Endlich auf dem Heimweg. Alf! Alf. Ja? Tut mir leid, dass alles Schwindel war. Mir auch. Aber du bist wenigstens gerettet. Gerettet und allein. Eben artgemäß. Jeder fühlt sich mal allein in bestimmten Situationen seines Lebens. Sich allein fühlen und allein sein, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich weiß nicht, was ich dir da Tröstliches sagen könnte. Ich habe echt daran geglaubt, Willy. Ich habe mir tatsächlich eingeredet, ich könnte hier jemanden von meinen Leuten treffen. Warum auch nicht? Das kann eines Tages doch noch passieren. Aber was ist das? Alf wird plötzlich ganz hektisch.
Willy! Willy verfolgt dieses Auto! Schnell! Welches Auto? Das uns gerade überholt hat. Hol es ein, gib Gas! Alf, auf dieser Straße hat uns niemand überholt, schon ewig nicht. Aber ich habe es doch gerade gesehen und Blinky hat drin gesessen. Bestimmt nicht, das musst du geträumt haben. Geträumt? Jetzt überleg doch mal selbst, welche Chance besteht, dass ein Wesen aus dem All in einem Auto auf dieser Straße und zu dieser Zeit, ich meine, welche Chance besteht, dass zwei Wesen aus dem All in zwei Autos jetzt diese Straße entlangfahren und sich hier... Ich glaube, du solltest für eine Weile das Steuer übernehmen. Es gibt Situationen, die sehen so harmlos aus und trotzdem keimt in ihnen die Saat des Unglücks. Wer könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass das kindliche Spiel zwischen einem kleinen Jungen und einem netten Außerirdischen... Was treibt ihr denn hier? Ein Zaubertrick, den wir im Fernsehen gesehen haben. Er heißt zwei Ananasschichten Überraschungstorte im Sonnenhut-Trick. Mit Mamis Strohhut? Den von Billy konnten wir nicht finden. Und nun ohne großes Rumgemeier ein Stückchen Hefe und zwei Eier. Eins, zwei. Sag mal, weiß Mami, dass ihr hier einen Strohhut benutzt? Bitte jetzt Ruhe. Würde der junge Mann mit den Sommersprossen und den Raffzehen jetzt bitte die Zutaten mischen? Sie weiß es nicht, habe ich recht? Ich mache diesen Trick aus Lernbegierde und Wissensdurst. Ach. Gut so? Perfekt. Jetzt deck den Hut mit dem Teller zu, während ich die magischen Worte spreche. Höttkuss, Höttkuss, Dr. Höttkuss. Voila! Ladies und Gentlemen, Alfs magische Zwei-Schichten-Ananas-Überraschungs... Suppe. Das hat ein Nachspiel. Kate kommt gerade rechtzeitig in die Küche, um zu sehen, wie die ganze Soße über den Tisch läuft. Sie verdonnert Alf dazu, 1000 Mal zu schreiben: Ich tue kein Essen mehr in Kates Hut. Was machst du denn nun schon wieder? Das war Kates Idee. Sie hat gesagt, ich soll das 100 Mal schreiben. Auf die Tür vom Kühlschrank? Darf ich dir vielleicht eine Alternative zu deinem trickreichen Betätigungsdrang vorschlagen? Als da wäre? Ein Zauberkasten. Ich dachte, ich lehre dich ein paar weniger schmierige Tricks. Was verstehst du schon von Zauberei? Als ich so alt war wie du, habe ich das mal probiert. Als ich so groß war. Was, wirklich, Willi? Ja. Oh, dann zeig's mir. Los, zeig's mir. Hier, zieh eine Karte. Irgendeine. Pick eine raus. Ich sag dir jetzt, welche Karte es ist. Das brauchst du nicht, ich weiß es. Es ist die Kreuz 9. Zieh eine andere Karte, irgendeine, und sag mir nicht, welche es ist. Gut. Irgendeine. So, zufrieden? Okay. Und jetzt sieh dir die Karte gut an und steck sie wieder zurück ins Päckchen.
Sehr schön. Ich konzentriere mich jetzt auf deine Gedanken. Unsere Gedankenwellen fließen ineinander. Halb neugierig, halb skeptisch, verfolgt Alf, wie Willy mit geschlossenen Augen und beschwörenden Handbewegungen mit den Kräften des Universums ringt. Ich spüre die Schwingungen. Ah! Haha! Ist das die Karte? Keine Ahnung. Du weißt das nicht mehr? Ich sollte sie mir ansehen und nicht auswendig lernen. Alf, das ist deine Karte. Die Karten sind markiert. Dann hast du geschummelt. Ich hab nicht geschummelt. Betrogen und gelogen. Du hast gesagt, du liebst mich. Das ist kein Schummeln. Das gehört zu den Tricks. Sieh her. Und nachdem Willy seine leeren Hände hochgehoben hat, um zu zeigen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, greift er hinter Alfs rechtes Ohr und holt das Pik Ass hervor. Wow! Wie hast denn das gemacht? Das ist alles hier drin, in diesem Zauberkasten. Und darf ich das sehen? Zuerst zauber mal deine Schrift vom Kühlschrank wieder weg. Trick Nummer 1. Null problemo. O windibus, verschwindibus. Doch der Zauberstab, zu dem Alf gegriffen hat, lässt ihn im Stich. Stattdessen gibt Willy ihm ein Küchentuch. Ich glaube, damit geht's besser. O windibus, verschwindibus. Mit solchen Sprüchen allein ist es trotzdem nicht getan. Alf zieht sich in die Garage zurück und übt und übt. Wer wäre, Stunden später, als erstes Publikum besser geeignet als Kate und Willy, die in trauter Harmonie auf der Couch sitzen und fernsehen? Hey, die Vorstellung beginnt. Im Fernsehen hat sie schon begonnen. Ladies und Gentlemen, darf ich vorstellen? Alf, der Superverblüffende. Grazie. Welche magischen Künste vollbringst du heute mit deinem Zauberstab? Wie Sie sehen können, Herrschaften, ein ganz gewöhnlicher Blumentopf. Leer, auch für das schärfste Auge. Doch ein einziger Schlag mit meinem Zauberstab und aus dem Blumentopf wird ein Haufen zauberhaft gezackter Tonscherben. Tätteratä! Ich hol die Kehrschaufel. Nein, nicht nötig. Meine reizende Assistentin wird sich später darum kümmern. Die reizende Assistentin werde ich wohl sein. Für meinen nächsten Trick brauche ich einen freiwilligen Helfer aus dem Publikum. Oh ja, die hübsche Dame mit der modischen Einfallslosigkeit. Was treibst du denn hier? Alf verblüfft uns mit neuen Einfällen. Na, da möchte ich schon dabei sein, aber anschließend will ich ins Kino gehen. Daddy, leist du mir $10? Oh, ich hoffe, ich habe noch so viel. Danke. Hey, dafür habe ich die bessere Verwendung. Ich zeige Ihnen nun den $10-Verschwindibus-Trick. Danke, den hatte ich gerade eben. Junge Dame, bitte stecken Sie den $10-Schein in diesen Umschlag und kleben Sie ihn zu. Bitte sehr. Gut, ich stecke nun den gut verschlossenen Umschlag mit der $10-Note in meinen magischen Topf. Voilà. Schüttelmus, Verschwindibus. Und der Geldschein sagt Servus. Er ist aber noch da. Tja, na sowas. In diesem Fall müssen wir zu etwas drastischeren Mitteln greifen. Willy, er hat eine Lötlampe. Ich glaube, gewöhnliche Streichhölzer tun's auch. Ja, aber damit versaust du den theatralischen Effekt. Also dann stecken Sie den Umschlag in Brand. Während Willy den brennenden Umschlag in den magischen Topf legt, reicht Alf Lynn eine Banane. Und nun bitte schälen und sagen Sie allen, was Sie im Innern der Bananenschale gefunden haben. Ich habe eine Banane gefunden. Keine $10-Note? Willy, schauen Sie in Ihre Brieftasche und sagen Sie uns, was sich darin befindet. Da ist ein 20er. Voilà! Ich habe den $10-Schein wieder erscheinen lassen und die Summe verdoppelt. Danke, Dad. Spricht's und steckt den 20er ein, während Willy nach dem Topf greift. Mit wenig Hoffnung auf eine positive Antwort hält er Kate den verkohlten $10-Schein hin. Kannst du mir den wechseln?
Sie waren ein zauberhaftes Publikum. Gute Nacht und fahren Sie bitte vorsichtig. Moment, Mr. Fauler Zauber. Okay, es hat nicht funktioniert. Was soll ich noch sagen? Die Zauberer liegt mir nicht. Welch grausames Schicksal. Mir wird das Verlangen eingepflanzt, aber die Begabung vorenthalten. Willis und Kates fassungslose Blicke veranlassen Alf zu einer Erklärung. Wir haben gestern Abend Amadeus gesehen. Hallo. Ich dachte, du hättest die Zauberei aufgegeben, weil dir die Fähigkeit dazu fehlt. Irgendetwas nicht tun zu können, ist kein Grund, es nicht zu tun. Schau dir nur mal die Leute vom Fernsehen an. Ich bewundere deine Beharrlichkeit, solange du kein Geld verbrennst. Danke. Aber sag mal, interessiert dich ein neuer Trick? Na, natürlich. Okay, dazu musst du mir aber dein Taschentuch leihen. So, hier bitte. Danke. So, und als nächstes brauche ich deine Uhr. Aber du gehst bitte vorsichtig damit um, ja? Ja, natürlich. Also, na gut. Vielen Dank. Sie werden bemerken, dass ich in einer Hand eine wertvolle Herrenarmbanduhr halte und in der anderen einen roten Samtbeutel. Würden Sie sagen, dass die Uhr völlig intakt ist, Sir? Bis jetzt, ja. Alf, um Himmels Willen! Zauberei ist eine Sache, ein Hammer eine andere. Und nun, ich wedle mit den Fingern über den Dingern und spreche die Zauberworte. Hokus, Pokus und heil ist der Schnokus. So, sehen Sie nach. Ihre Uhr ist so gut wie neu. Oh, ich kann es nicht glauben. Es ist auch nicht wahr. Zwei Sekunden später zerfällt die Uhr in 1000 Einzelteile. Ja, ja. So sind die neuen Uhren. Ein ereignisreicher Tag ist vorbei und Kate und Willy fallen in einen unruhigen Schlaf. Die Sonne steht schon am Himmel, als Willy am nächsten Morgen noch schlaftrunken die Augen öffnet. Das, träumt er oder? Er rüttelt Kate wach. 20 Zentimeter vor seiner Nase, auf dem Oberbett, sitzt... ein Hase. Ja, was? Ein Hase auf meiner Brust. Alf, der Verblüffende. Doch, das ist nicht alles. Als Kate und Willy in die Küche kommen, geht der Albtraum weiter. Alf! Alf! Na, ausgeschlafen? Ihr kommt wie gerufen. Ich zeige euch meinen neuesten Trick. Wo kommen all diese Kaninchen her? Also, zuerst hat Papa Karnickel Mama Karnickel aus einer Singlebar abgeschleppt und dann... Du weißt, was ich meine. Woher hast du das ganze Viehzeug? Von Buckleys Zauberversand. Du hast das alles gekauft? Geleast. Ich krieg den Rabatt und du kannst es von der Steuer absetzen. Willst du ihn immer noch ermutigen? Oh, was soll's, Kate, wenn's nicht schlimmer wird. Ohala! Alf sieht mich jetzt in zwei Teile. Es wird schlimmer. Nein, du sägst nicht an unserem Sohn. Das werden wir ja sehen. Nichts werden wir sehen. Aber ich bin nun reif für den großen Trick. Wie lange muss sich einer mit solchen kindischen Kleintricks abgeben? So lange, bis ihm wenigstens einer gelingt. Vielleicht hat er dazu gar keine Chance. Alle Anleitungen sind für Zauberer mit fünf Fingern an jeder Hand. Vielleicht hat er sich auch eine Sache vorgenommen, die ihm über den Kopf wächst. Vielleicht wächst dir bei einer Größe von 95 Zentimetern alles über den Kopf. Ach, Alf, jetzt reicht's aber wirklich. Gerade wo ich groß rauskommen wollte. Seht mal, was ich gefunden habe. Hier, alles zu mir. Alf, ich will dir ein paar Worte sagen, die so einfach sind, dass selbst du nicht in der Lage bist, die misszuverstehen. Was? Das Erlernen der Zauberei erfordert Geduld und Ausdauer. Zwei Eigenschaften, die sich bei dir noch nie gezeigt haben. Sieh's doch ein, Alf. Du hast einfach kein Talent für die Zauberei. Schon gut. Gib dem Illusionisten noch einen Tritt, wenn er schon am Boden liegt.
Erdlinge. Roh, gefühlskalt, unsensibel. Es ist aus. Vorbei. Wenig später steht Alf in der Garage und macht Inventur. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, Nummer 2 und 3, warte doch wenigstens, bis das Licht aus ist. Hier, Alf, ich habe dein Zaubertuch im Müll gefunden. Auch meine Karriere liegt im Müll. Du willst doch nicht etwa aufgeben. Mein Zauberstab hängt am Nagel, Brian. Anders als unsere Showgenies weiß ich, wann ich aufhören muss. Aber du hast mir versprochen, dass ich bei deinen Tricks mitmachen darf. Ja, ich weiß. Ich habe da noch was gut zu machen. Okay. Also dann mach es gut, indem du mich verschwinden lässt. Nein, dazu bin ich nicht in Stimmung. Na komm schon, Alf, bitte. Na schön, rein in die Kiste. Oh ja. Weißt du noch, wie die es im Fernsehen gemacht haben? Du ziehst den Vorhang zu und drehst die Kiste dreimal um sich selbst. Das mit dem Drehen lasse ich lieber weg. Wenn du mir in die Kiste kotzt, kann ich sie nicht mehr zurückgeben. Ist alles in Ordnung? Alles klar. Schön, dich noch einmal gesehen zu haben. Ich spreche nun die Zauberworte. Alkazo, Alkazu. Nu ist er weg. Und wo ist er nu? Brian? Hey, Brian, wo bist du? Ja! Ja! Ich kam, ich sah, ich demolekularisierte. Ich kann wirklich zaubern. So, und jetzt, Brian, zauber ich dich wieder dahin zurück. Abracadibrata, komm und sei wieder da und erzähl allen anderen, was dir geschah. Oh, oh. Eine Panne im Finale. Das kann man wohl sagen. Nix, Brian. Ein Kaninchen sitzt da auf dem Boden und mümmelt vor sich hin. Ich hab den Jungen atomisiert. Kate und Willi wird das wenig gefallen. Zumal ich keine weiteren Tricks mehr ausprobieren sollte. Aber jetzt warte mal. Es riecht hier verdächtig nach Verschwörung. Und ich rieche 8 Hasen, die in der Garage zusammengepfercht sind. Yeah. Aber alles kann man nicht mit Alf machen. Er merkt sehr wohl, dass das Ganze nichts mit seiner Zauberei zu tun hat. Oder? Okay, wo ist er? Wo ist wer? Unser Zauberlehrling. Bringt er den Besen das Tanzen bei? Okay, Brian, nun komm schon raus, es ist genug. Hast du eine Ahnung, wovon er redet? Meistens niemals. Also ihr wisst nicht, wovon ich rede? Wirklich nicht? Nein. Dann rate ich euch, dann macht jetzt jeder mal einen Riesenschritt hinaus in die Garage. Dann habe ich noch die passenden Zauberworte gesprochen. Und als ich die Kiste aufmachte, war Brian weg. Naja, vielleicht nicht direkt weg, nur kleiner und ganz wild auf Salat. Ach, hier, da haben wir es. Ich wusste doch, irgendwo muss ein verborgenes Fach sein. Brian ist nicht drin. Willy übertreibt mal wieder. Mit einem Seitenblick auf das Kaninchen sagt Alf: Ignoriert nicht die Existenz eures Sohnes, nur weil er ein bisschen anders aussieht als wir. Alf, jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Das ist doch lächerlich, nicht wahr, Willy? Natürlich ist es lächerlich, denn es ist überhaupt nicht möglich, Menschen in Hasen zu verwandeln. Nicht einmal durch Zauberei? Es gibt keine Zauberei, Alf. Das sind einfach Tricks. Ja, nach deiner Theorie. Er muss irgendwo im Haus sein. Los, komm, wir gehen ihn suchen. An eins musst du dich gewöhnen, an dumme Witze über deine großen Ohren. Stunden bangen Wartens vergehen und Kate telefoniert und telefoniert. Wenn Brian auftaucht, schicken Sie ihn bitte gleich nach Hause. Okay, nochmals vielen Dank. Wiederhören. Da ist er auch nicht. Tja, ich weiß gar nicht, wo ich noch anrufen soll. Ich bin sicher, ihm ist nichts passiert. Er würde nicht einfach weglaufen, ohne uns was zu sagen. Sag mal, Kate, hast du noch ein paar Karotten? Dein Sohn sieht hungrig aus. Alf, hast du diesen Käfig aus Brians Zimmer? Ja, genau. Was hast du mit seiner Schlange gemacht? Wieso machst du dir Gedanken um eine Schlange? Hier geht es um dein eigenes Fell und Fleisch und Blut. Kate, hast du in Brians Zimmer auch unter seinem Bett nachgeschaut? Nein. Ich könnte mir vorstellen, er steckt da und spielt wieder Höhlenbewohner. Seht euch vor der Schlange vor. Sie war ziemlich sauer, als ich sie rausgesetzt habe. Brian. Brian.
Kannst du mich verstehen? Hoppel einmal für Ja und zweimal für Nein. Hi, Alf. Wie hast denn das gemacht? Du hast nicht mal deine kleine Hasenscharte bewegt. Was für eine Hasenscharte? Brian, du bist kein Kaninchen? Brian. Hallo, Dad. Wo bist du denn bloß gewesen? Ich hätte mich im Auto versteckt, aber jetzt habe ich Hunger. Und warum hast du dich im Auto versteckt? Ich wollte, dass Alf glaubt, er hätte mich verschwinden lassen. Damit er nicht mehr denkt, er wäre ein schlechter Zauberer. Ach, mein Schatz. Es war sehr nett von dir, dass du Alf damit helfen wolltest. Aber wir haben uns große Sorgen um dich gemacht. Ja, ich dachte, ich hätte dich in einen Hasen verwandelt. Entschuldige, Mami. Dad, entschuldige, Alf. Ich hab dir wohl den Trick versaut. Das macht gar nichts, Brian. Aber deine Hasenködel kannst du selber wegmachen. Eine große, lange Schlange ist gerade in meinen Sportsack gekrochen. Bitte tut etwas dagegen. Hoffentlich hast du Captain Cook nicht erschreckt. Los! Du hast jetzt nichts Besseres zu tun, als all deine Zauberkästen und die Hasen zusammenzupacken und sie dahin zurückzuschicken, wo sie hergekommen sind, klar? Klar. Und mit einer großartigen Geste holt Alf einen Strauß Zauberblumen aus, aus dem Koffer. Doch sein Bedürfnis nach Wiedergutmachung geht noch weiter. Am nächsten Morgen... Ach, Alf, du bringst uns wirklich das Frühstück ans Bett? Das wenigstens muss ich für euch tun, nachdem ich euren kleinen Prinzen fast in einen Frosch verwandelt hätte. Also ich bedauere sehr, dass deine Zauberei nicht funktioniert hat. Du hättest sonst einen Hasen in der Familie. Ich glaube aber, meine eigentliche Begabung liegt in der Kunst, gewaltige Feuerwerke zu inszenieren. Oh. Wenn ihr mich braucht, ich telefoniere jetzt mit der pyrotechnischen Abteilung von Buckley. Alf!